Hallöchen, meine Käsekätzchen, und willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims Inselgeschichten. In der letzten Folge sind wir genau hier stehen geblieben an der Kreuzung und werden von diesen wunderbaren Gepard, das will ich immer mit dem Gepard. Jaguar, meine Fresse. Und wir werden jetzt erstmal gucken, wir werden erstmal hier weiter erkunden, würde ich mal sagen, weil der Typi ist ja da auch lang gegangen. Und je mehr wir auf der Karte angezeigt haben, desto mehr Schnellpunkte können wir dann machen. Jetzt gucken wir mal. Aasfresserfelder. Wieso kommen wir jetzt hier hin und attackieren mich? Haja! Okay. Gut, hier gibt's nichts. Singende Steine spielen. Gut, hier können wir eh nicht weiter. Also gehen wir jetzt erstmal zurück zum Strand der Gestrandeten. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass die mir das Floß klauen, also mich ausnocken und machen Winke, Winke. Ich habe da so ein richtig schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Haben wir hier mal irgendwas zu essen? Wo will denn die hin? Keine Ahnung, wo sie es hin aufräumen will, aber... Machen wir mal das Floß. Ohne Floß nichts los. So. Dann werden wir mal den Pfeiler aufstellen. Ja, aber uns fehlt doch noch so ein Stoffdings. Komm, wir looten mal noch ein bisschen. Ach nee, da, guck mal, der komische William kommt da schon. Was macht er jetzt? Wir beobachten ihn mal. Was ist der für ein Problem? Unglaublich, du warst aber fleißig. Ein exzellenter Anfang, meine Liebe. Danke, Professor. Als nächstes brauche ich ein Segel. Aber ich habe keine Ahnung, woraus ich es machen könnte. Es gibt bestimmt einen. Lass mich ein wenig nachdenken. Danke, Professor. Du hast mir wirklich geholfen. Aber bitte, das war doch selbstverständlich. Und du darfst ruhig William zu mir sagen, wenn du möchtest. Hey, hast du Hunger? Komm doch mit in meinen Hütten drüben in der Lagune. Oh, das hört sich wunderbar an. Hier lang, William. Okay, dann gehen wir mal in unsere Hütte, ja, würde ich mal sagen. Wandert noch mal hier, ne? Wenn man es noch nicht mal mehr weiß. Ach, Mann. Kommt der Puff? Hallo, mein süßer Affe. Fertig mit der Welt. Sieh mal, Jörn, da ist die Neue. Hallo, was macht ihr hier? Das ist mein Zuhause. Und es ist sehr schön, nicht wahr, Jörn? Oh ja, Sandra, viel schöner als unser Strand. Gut gemacht, neuer Sim. Du hast einiges auf die Beine gestellt. Jo, dieser Ort ist einzigartig. Ich finde es toll, ja. Vielleicht gehe ich nie wieder hier weg. Und dein Bett ist tausendmal gemütlicher als der Boden. Womit habe ich das bloß verdient? Wieso? Jetzt bist du mindestens wenig alleine. Jetzt könnt ihr hier alle zusammen chillen. Was ist denn daran so schwer? Ich chill schon mit meinem Affen. Vorsicht, vielleicht brauchen wir noch ihre Hilfe. Immer höflich bleiben. Es wäre bloß besser, ihnen nichts von dem Los zu verraten. Entschuldigung, das war ein langer Tag. Ich würde eigentlich fragen, ob jemand Hunger hat. Wir sitzen alle im selben Boot und jeder hat eine Chance, zweite Chance verdient, aber nur eine. Wieso? Vielleicht können die was machen. Essen servieren. Geht das?
Abendessen servieren. Weltsuppe. Jörn, geh mal weg da. Ich muss mal in den Grill da rein. Verschwinde. Wo hat sie den Topf her? Ist doch schön, vielleicht können die dir ja vielleicht auch ein bisschen helfen mit Sachen und so ein Mist, ne? Dieser Professor, der hat irgendwas im Schilde. Das merke ich an seiner Visage, an seinem Blick. Wie er mich beobachtet. Die ganze Zeit. Nehmen wir uns was. Komm, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Bevor es die anderen tun. Schnell, Mimi! Schnell! Die anderen können wegen mir auf dem Boden schlafen, das ist mir egal. Crunkly. Rala! Wo ist denn der Affe? Die beschäftigen sich erstmal mit den Affen. Jo, könnt ihr mal meinen Affen in Ruhe lassen? Der ist ja total überfordert mit der ganzen Situation. Ich werde mir weiter die Inselruine ansehen. Ich bin bald wieder da. Ja, und da schläft. Ich hoffe nur, dass Waitata nicht zu sehr mit den anderen Gestrandeten anfreundet. Ja, der Affe geht fremd. Wenn das deine einzige Sorge ist. Hä? Was denn passiert? Nee, der William ist das nicht. Waren das die beiden? Seid ihr denn mal endlich fertig, mein der Willung? Naja, was soll's denn zu machen? Wenn sie glücklich damit sind. Könnt ihr auch mal was anderes machen? Wenn nicht, kann ich nicht die anderen mal dazu verdonnern, irgendwie mal was zu machen? Ist eine Affe? Der ist hier? Wo sind denn die anderen? Ach, hier hinten stehen sie rum. Kann ich die beschäftigen? Sage hier, mach mal was. Nee, kann ich nicht. Das geht leider nicht. Müsst ihr unbedingt angeln, wenn ich da in dem Wasser stehe? Was machen die hier? Naja, hoffentlich kriegt er einen Fisch. Sie geht jetzt zu Ressourcen. Da kann ich ja so lange die anderen Leute beobachten, was die hier so treiben. Naja, ich habe hier nur ein Ding. Sag mal, was macht er hier? Könnt ihr mal aufhören, meinen Affen zu belästigen? Mimi hat in der Nähe gesagt, eine Menge Blätter gesammelt und identifiziert. Mimi weiß auch, dass sie ihre Sammlung konservieren muss, wenn sie eine gute Sammlerin und Archivarin sein möchte. Sie überlegt sich, dass sie am besten jetzt mit anfangen sollte, bevor ihre Sammlung zu umfangreich wird. Mimi hat derzeit nur die Wahl, die Blätter zwischen zwei großen Steinen zu pressen oder sie einfach pressen. Ah, sie erhält einen Kochpunkt. So, sie ist ja schon beschäftigt, sie kommt ja bald wieder. Können die anderen auch mal was machen?
Gut, sie gehen angeln. Da bin ich und der Affe ja noch schnell dagegen. Jo, die machen hier Gruppenangeln. Vajada macht das Obstsamstern tierisch Spaß, aber in ihren Eifer hat sie etwas zu viele Früchte gesammelt. So viele, dass die meisten schon verdorben sind, bevor sie sie fressen kann. Um weiteres Obstverschwendung zu vermeiden, beschließt Vajada, zum Ausweg zu ihrem Hamstertrieb eine Weile lang Steine zu sammeln. Doch das Ergebnis bleibt dasselbe. Nun besitzt Vajada also mehr Steine, als gut für sie ist. Was soll sie bloß damit anfangen? Sie die Steine einfach sortieren oder doch lieber ein paar wegschmeißen? Ihr könnt ja lesen, Mann. Ich hab jetzt auch so. Die schön ja alle. Die geben mir aber keine. Die angeln zwar. Aber die geben mir kein Essen. Ah, so. Ich könnte ja auch erstmal. Komm, wir schön mal mit den anderen. Wir angeln auch mal mit. Wo bin ich denn? Hallo. Ich stehe ganz abseits. Ich will mit denen nichts zu tun haben. Gut, sie hat auch schon Essen zurückgebracht. So. Gut, wir gehen mal jetzt weiter hier erstmal ein bisschen auf Dschungeltour, würde ich mal sagen. Wo waren wir denn? Die Kreuzung, Friedhof der Knochen. Wir können die mal hier hin. Da waren wir das letzte Mal schon. Aber da haben wir hier nur so. Da haben wir ja nur so mal reingelunzt. Sie sagt Inselruinen. Was hat sie? Überlebende kennenlernen. Ach so. Untersuchen. Wir untersuchen die mal. Hier ist sogar noch eine Bank. Ich habe jetzt gar nicht so auf das Ziel. Wenn du mit uns spielst, bilden wir ein Muster wie dieses. Okay, machst du es falsch, leuchten wir so. Okay, in jeder Runde wird das Muster schwieriger, also konzentriere dich. Dann spielen wir mal eine Runde. Ach so, ich klicke mal darauf. Okay. Das macht irgendwie fehlt. Das, das, das. Runde 4 erreicht. Nochmal. So. Wie viele Runden muss man denn schaffen? Hm.
Ich bin in solchen Dingern absolut nicht gut. Das. Gut, nochmal. Das. Kriege ich irgendeinen Preis, wenn ich das schaffe? Ich habe einen singenden Stein bekommen. Gut. Einen singenden Stein. Was kann der? Singen. Naja, gut. Okay, ich gehe mal erstmal zurück. Ich mache erstmal hier meinen. Also ist Angeln eigentlich eine gute Sache, um die Leute ein bisschen kennenzulernen, eigentlich. Würde ich jetzt mal sagen. Oder muss ich mit denen einfach nur reden? Muss ich auf jeden einzelnen klicken? Hier, Sandra Baron. Komm mal her. Wo ist die denn? Ach, sie läuft gerade dahin. Brauchen wir mal ein paar Betten? Das ist so ein bisschen unfair, oder nicht? Ich hoffe, mein Mann kümmert sich gut um meinen Garten. Ich habe keine Lust, mit dem Duschgel zu entfliehen und zu Hause ein neues zu finden. Gut, Hast du mit Robbie gesprochen? Der ist doch ein bisschen hysterisch, nicht wahr? Was hat er über mich gesagt? Okay, nichts. Wenn ich zu Hause bin, werde ich das längste, heißeste Bad nehmen, das ich in der Welt erlebt habe. Wie sieht das eigentlich mit dem aktuellen Rekord aus? Hier, bevor der wieder buggy ist hier. Ach, mit dem kann ich so. Man könnte ein Vermögen mit dieser Insel machen, wenn man ein paar Hotels bauen würde, aber dafür braucht man Geld. Viel Geld. Ach, mit denen geht das. Mädel, du musst mal meinen Finger ziehen, ehrlich. Zieh mal. Jetzt habe ich sie alle weggescheucht. Wo sind sie denn hin? Notiz an mich, meine Freunde zu Hause nie wieder als selbstverständlich erachten. Wo gehen sie denn jetzt hin? Habe ich die jetzt verscheucht? Eigentlich nicht. Ich wollte nur mich mal mit denen unterhalten. Eine erstklassige Mahlzeit, Mimi. Vielen Dank. Nicht zu danken, Professor. Mir ist eingefallen, dass Eloni-Volk von der Nachbarsinsel große Matten aus Grasbüscheln herstellt. Das ist eine großartige Idee. Ich werde das Segel weben. Auch wenn ich nicht nähen kann. Vielleicht, es gibt da eine weitere Ebene, auf dem hohen Gras wächst. Die Aasfresser, ich gehe einfach an der Kreuzung vorbei und dort wird ein. Das könnte funktionieren. Also, ich helfe dir doch gerne. Schleimer. Gut, ich gehe mal kurz mal hier aus Pinkeln, danach gehe ich pennen und. Ich würde alles geben, um von dieser Insel, vor allem von seiner Crew wegzukommen. Wo waren hier nochmal mein Pipi-Busch? Der Professor natürlich, aber die anderen. Ui, wieso? Die gehen doch noch. Da gibt es weitaus Schlimmere. Wo ist hier? Pipi-Busch, da. Aasfresserfelder besuchen.
Der Pro. Alle anderen gehen sollen, nur der Prof, der bleibt hier, oder was? Das meiste davon ist, dass zum Glück brauche ich nicht viel Gras für meine Zwecke. Ach so. Gut, das gerade. Das kleine Mädchen braucht Hilfe. Warum sag ich, oh, wir werden von Hyänen verfolgt? Warum kann ich nicht. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ich sehe sie nicht. Man hätte mal Mühe. Gut, ich. Man hätte einfach nur so. Du musst sie irgendwie ablenken, was mach ich doch? Ich hab's! Komm, Putzi Putzi. Hallo, du sollst die Knochen werfen, du sollst nicht da rumstehen. Wer ist ein feine Hyänen-Hut-Repeat? Komm! Du kannst runterkommen. Genau, Fäuste schwingen. Danke, Fremde. Ich bin Nanini, die Tochter des Häuptlings. Hallo, ich heiße Mimi und bin die Tochter der SimCity-Revolution. Bitte komm mit in unser Dorf. Normalerweise sind Fremde nicht willkommen, aber ich bin mir sicher, der Vater wird mit mir. So ist ein süßes Mädchen. Ich kann kaum meine Restfamilie kennenzulernen. Mann, 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 Mann. Hier geht's ja zur Sache. Achso, hier müssen wir rennen, ne? Erkunden. Das gönnen wir uns mal noch die letzten 5 Minuten. Das ein soziales Netzwerk. Plaudern. Rarahu. Sie freut sich schon. Sei gegrüßt, ich bin Rarahu, die persönliche Wache des Häuptlings. Die Kunde von deinen großen Taten hat sich schnell herumgesprochen. Nanihi ist neugieriges und ungezogenes Kind. Immer schleicht sie sich in den Dschungel und sucht nach neuen Abenteuer. Einzig wahre Abenteuer des Lebens ist es, das wilde Tier in uns selber zu zähmen. Es liegt in der Natur, der Dinge zu finden, zu erhalten und Nutzen daraus zu ziehen. Nur so können wir wachsen. Es ist Lebensaufgabe, das Leben der anderen und Stamm über das eigene zu stellen. Ich sehe, dass du richtigen Weg beschritten hast. Du haben heute große Fortschritte in Erfüllung deiner Lebensaufgabe, Fremde. Mutige, selbstlose Taten müssen belohnt werden, selbst wenn sie von Fremden vollbracht werden. Du musst wissen, dass der Häuptling schon seit langer Zeit keine Fremden mehr in unser Dorf gelassen hat, seit langer, langer, langer Zeit. Unser Brauch ist, würden Dorfbewohner dich gerne kennenlernen und belohnen. Das ist zweifellos der beste Urlaub, den ich je hatte. Wer ist das? Inobi befindet sich momentan nicht auf dem Markt. Dürfen wir uns auch mal hier umgucken? Wer ist das? Die sind alle nicht auf den Markt, okay. Gibt's hier ein bisschen stocken, tut's hier ein bisschen, aber sonst. Die sind bestimmt hier, irgendwie. Hm?
Ach, das ist ein Affe. Oh, die haben sogar einen lokalen Koch. Ist ja geil. Dorfbewohner kennenlernen. Hier sind die Affi. Die Affis. Ja gut, dann sag ich jetzt mal, Schau und Mia, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann erkunden wir hier mal weiter und schauen mal, was uns noch erwartet. Ciao. Ciao.